Hallo meine Damen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play oder Bilderdorf. Ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, was ich genau daraus machen werde. Auf jeden Fall, willkommen zu einem neuen Spiel, und zwar From the Depth. Und was es ist, ich glaube im Hintergrund kann man das relativ gut sehen. Jede Menge Geballere, Geschieße und Getöte. In diesem Spiel geht es einfach darum, man baut sich aus Einzelteilen, wie zum Beispiel das Hovercraft, ein Vehikel zusammen. Das heißt in diesem Fall ein Schiff, ein U-Boot, ein Flugzeug oder sogar ein Raumschiff. Ihr habt richtig gehört, die Welt ist ziemlich groß. Man kann bis auf den Grund des Meeres gehen. Ist nicht so aktiv, muss ich dazu sagen, aber reicht für große U-Boote aus. Und wenn man gut genug baut, kann man bis hoch in den Weltraum, was natürlich so einiges offen lässt. Und zwar, ob man zum Beispiel jetzt sagt, okay, man baut eine kleine Bodenbasis und als kleine Unterstützung einfach eine fette Waffenplattform, wie man sie zum Beispiel rechts oben sieht. So, das Ganze ist einfach nicht nur so bauen und zerstören. Beziehungsweise, das wäre dann der Multiplayer. Dieser ist bereits integriert, ist aber noch instabil. Upcoming Multiplayer will be added by property in the middle of September. Tempo können der Multiplayer aus der Fight Control Vehicle against each other, das ist das Wort Player Control. Aha, heißt, es ist noch im Aufbau, deswegen werde ich mich mit dem Multiplayer noch nicht beschäftigen. Erst wenn ich soweit die Information habe, dass der Multiplayer auch stabil genug ist, dass man etwas spielen kann. Nicht nur mit mir, mit meinen Kollegen eventuell auch, aber auch dann mit euch. Worauf wir uns konzentrieren werden, ist der Singleplayer Modus. In dem gibt es verschiedene Modis, einmal den Creative Mode, dort kann man unter Unberücksichtigung von irgendwelchen Rohstoffen Sachen bauen. Aber ich glaube, das Flugzeug, soll ich gerade sagen, hat das Bomb abgeworfen. Wie cool ist das dann? Entschuldigung. Kann man sich die Vehikel zusammenbauen, so wie man möchte, ohne auf Rohstoffe zu achten. Was anderes, Reach Experience Level 4 to Unlock Campaign Mode. Den wollte ich eigentlich mal kurz zeigen. Ja, okay. Heißt, wir müssen so oder so ein bisschen was machen. Der Kampagnenmodus beruht nämlich darauf, da wäre ich wahrscheinlich in der eigenen Serie, deswegen machen sie das schon mal sicher, den Kampagnenmodus spiele ich. Der soll auch diesen Monat noch, wenn ich es richtig gehört habe, verbessert werden. Inwiefern alles drum und dran, da komme ich dann noch drauf, wenn wir den Kampagnenmodus auch spielen. Heißt, der wird auch einmal erstmal ausgekastelt. Im Groben kann, lässt sich aber sagen, man spielt eine von, was mich dünkt, 12 Fraktionen und hat eine riesige Karte, auf der man nach und nach Gebiete erobern muss. Und auf einigen dieser Gebiete sind Rohstoffe, denn man muss Rohstoffe auch abernten können. Das macht man mit sogenannten Festungen. Die hatten wir jetzt hier bisher noch nicht gesehen, werden wir aber später noch genauer sehen. Dann haben wir noch die Knowledge Base. Open Knowledge Base machen wir mal. Für diejenigen, die Anfänger sind, ist ja ein riesiges Papetto an Dingen, wie man etwas wie bauen kann. Wie man, denn das Gute ist auch, man kann nicht nur Sachen bauen, wo man selber steuern kann. Nein, man kann auch eine KI einsetzen, die für einen mitkämpft. Und zum Beispiel auch U-Boote, Helikopter, Engine-Bau. Also man muss alles von der Pike aufbauen. Ein bisschen was kenne ich, ein bisschen was habe ich mir auch aufgeschrieben, beziehungsweise habe ich irgendwo einen Stift noch parat. Jetzt haben wir noch generelle Informationen, sozusagen, das habe ich jetzt hier. Wie man baut, darauf kommt man später noch zurück. Genauso wie auf die Steuerung. Denn die ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Was es noch gibt, den Story-Modus. Dort gibt es einige festgelegte Herausforderungen. Schau mal. Die Waterguard haben wir was. Black Run. Zum Beispiel, es ist Zeit für die erste Operation. Killfield left. I need to break through the blockade and reach the main of the fleet. Okay. In Kurzform. Hier geht es darum, wie, es gibt eine Blockade und eins unserer Schiffe ist zurückgelassen worden und da müssen wir hin mit unserem Charakter. Natürlich wird das Ganze noch beschützt. Was man hier unten sieht, ist dann die Ressourcenpunkte. 35.000 Punkte. Klingt jetzt nach viel. Wenn wir aber ein kleines kampfstarkes Brötchen machen wollen, dann ist das schon hart an der Grenze. Man kann natürlich auch drüber kommen, nur das Problem ist dann, je weiter man drüber kommt, umso weniger Erfahrungspunkte bekommt man. Denn in dem Spiel geht es auch um Erfahrungspunkte. Man kann nämlich nicht nur bauen, sondern auch, das kann ich nochmal kurz zeigen dann hier, dann ich brauche viel. Character Sheet. Und in diesem Profil ist man ein Avatar. Es gibt zwei Stück, einen Ramboter und einen Skullbot. Yep, wir sind Roboter. Den einen, den ich jetzt ausgewählt habe, ist ein kleiner Roboter mit zwei Düsenantrieben und zwei Tentakelarmen auf dem Rücken.
Der andere ist ein eher, soll man sagen, Hovercraft-angemaßtes Roboterchen mit einem Tentakelarm, so wie ich es mitbekommen habe. Bitte war eigentlich nur nicht so ausschlaggebend, aber ich habe es gemacht, komm, ich mache den mit den zwei Düsenantrieben, der schaut einfach cooler aus. Und selbst können wir natürlich dann auch noch buffen. Wie etwa, was haben wir denn? Leadership, was haben wir denn? The size of your command. The number of blocks you can carry with you when you jump into another board section. Denn man kann, gerade in der Kampagne, ist es wichtig, von einem zur anderen Kartensektion springen und dabei Rohstoffe mitnehmen. Wo brauchen wir Rohstoffe? Wir haben ja Tentakelarme und es gibt auch noch sowas wie Roboterchens, die unsere Sachen reparieren können. Dementsprechend brauchen wir natürlich Rohstoffe und das ist das, was man tragen kann. Momentan können wir 200 Blocks tragen und zwei Konstruktionen mit uns führen, heißt unsere und eine neuere. Nächste Block 300. Wir haben hier unten Attributspunkte 2 und 1 und Experience, das heißt, je weiter wir hochkommen, umso mehr können wir hier von den Attributen machen. Das würde ich sogar gleich mal machen. Wir könnten mal gucken, Leadership, das brauchen wir jetzt noch nicht. Ich möchte eher meine Gathering Resources ist jetzt noch nicht so wichtig. Wir müssen erstmal ein paar Level gewinnen. Machen wir mal Mechaniker. Und Quartiermeister. It's not implemented. Also es gibt auch viele Sachen, die sind da, sind aber noch nicht implementiert. Ich kann mir denken, Quartiermeister hat was zu tun mit vielleicht NPCs, Besatzungsmitgliedern. Wer weiß, was da noch alles kommen wird. Und ich muss ja erstmal hier ein bisschen die Basics lernen. Als Mechaniker auf jeden Fall, der unsere persönliche Reparaturzeit verbessert und die Kosten auch senkt. Denn wir können automatisch einschalten, ob wir reparieren, Sachen reparieren wollen oder nicht. Engineer ist noch nicht implementiert. Okay, Space Captain haben wir natürlich noch nicht. Sky Captain und Sea Captain. Wir fangen einfach mal an. Morphos zu bauen. Achso, das Level ist noch nicht implementiert, aber es funktioniert schon. So muss ich sagen. Oh. Das heißt, wir machen einfach mal. Was machen wir mit dem Sky Captain oder Gunner? Komm, machen wir einen Gunner. Wir müssen nicht mehr schießen können und möchten reparieren können. Das passt soweit. Dann Personal-Attribute können wir jetzt nicht mehr machen. Stormtrooper sind nochmal extra Sachen. Trader zum Beispiel geht einen besseren Preis oder mehr Erfahrungspunkte auf Anhieb. Also es gibt verdammt viel zu machen. Was haben wir denn hier? Suizidpille brauchen wir nicht. Dankeschön. Pistole haben wir auf jeden Fall nach unten geholt. Denn unser Charakter ist nie, der ist ja auch auf der, sag ich mal, auf der Karte vertreten und kann sich auch selbstständig bewaffnen. Waffenfarben funktioniert bei mir irgendwie gerade gar nicht. Ich weiß nicht warum. Ich habe ein bisschen was eingestellt. Ich bin mal gespannt, wie es ist. Unlock Complete der Reward Story Missions 2, 3, 4. Nein, dafür brauchen wir noch einiges. Ich habe noch Unused Skill Points. Bräuchte 4. Ah, okay, wir müssen erstmal ein bisschen nach oben steigen. Und allein durchs Anwenden unserer Skillpunkte haben wir Erfahrung bekommen. Great. Dankeschön. Dann würde ich einmal sagen, 35.000 Punkte. Singleplayer. Dann Creative Modus. Wir bauen einfach mal was, würde ich sagen. 35 Punkte, 1000 Punkte, das wird schon, das wird schon. Ich muss sagen, die erste Mission kenne ich auch von einem anderen Let's Play. Und zack, wir sind gelandet. Oh, jetzt muss ich mal gucken, wie ging die Steuerung nochmal. Mit Tab kann ich mich hin und her schauen. Freie Kamerasicht. Bisschen nach unten drin. Das sind wir. Oh. Sonst geht ein bisschen heftig gerade. Moment. Optionen, die Maussensibilität. Wo kann ich denn die einstellen? Beziehungsweise Sound. Oh, gehen wir hier ein bisschen leiser machen. Dankeschön. Save how to play. Nein. Ich brauche nur mal kurz die Kontrollen. Und zwar WSD. Oh Gott. Ich glaube, das tue ich mir mal und drück's mir auch. Wie ihr sehen könnt, verdammt viel zu machen. Maussteuerung, Bildmode, Player Control, alles drum und dran. Das kommt alles noch. Und ich lerne ja auch noch mit. Für euch mal kurz zum Anschauen. Gibt es noch Vehicle-Kontrolle. Wie ihr sehen könnt, normalerweise stammt man WASD, das ist die Player-Kontrolle. Das Vehicle geht aber anders, und zwar mit dem Buchstaben TG, Y, alles nach rechts verschoben. Das heißt, wenn wir mal in einem Fahrzeug drin sind, werden wir rumswitchen nach rechts, damit wir nicht auf die Steuerung unseres Roboters kommen. Was ich sagen muss, ist ein bisschen irritierend. Also da muss man sich echt ein bisschen reindenken, aber das kommt noch. Grafische Interface, nein, ich möchte Texte haben, und zwar zum Interface selbst, genau, bevor wir was bauen. Ich
meine, wir haben ja Zeit, wir sind im Kreativmodus. Ich dann einmal bitte stehen bleiben. Yep, ich weiß, ich bin dick und fett. So. Fangen wir mal im Uhrzeigersinn an. Rechts oben haben wir ein paar Sachen. Und zwar RB und das Tab-Zeichen. Das Tab-Zeichen wechselt zwischen unserer persönlichen Sichtweise. Und ja, wir haben so eben eine Pistole geschossen, die unendlich Munition hat. Das finde ich super. Dann unserer freien Sicht. Da können wir so weit rauszoomen. Und die nächste Sicht ist, zack, fixiert um einen festen Punkt, an dem wir geschaut haben. Ist gut, wenn man, sage ich mal, auf lange Entfernung Schüsse abgeben möchte, um zu schauen, okay, trifft meine Waffe überhaupt. Aber ich bleibe mir hier in dem Modus kurz. Danach haben wir noch das R. R gibt an Reparatur, an- und ausschalten. Es kann sein, dass wir kurz vor Ende einer Mission sind und einfach die Ressourcen, die wir mitgenommen haben, nicht weiter zur Reparatur gebrauchen wollen, um mehr Erfahrungspunkte zu bekommen. Also können wir Reparatur ein- und ausschalten. Und, Moment, jetzt müssen wir mal gucken. An diesen zwei, hier, okay. An diesem und diesem Knubbel kommen unsere Reparaturtentakel raus. Die werden wir bestimmt nachher noch richtig in Aktion erleben. So, was haben wir noch? B. B ist der Builder-Mode, sprich der Baumodus, mit Texthilfe, was was ist. Dazu kommen wir aber gleich noch. Darunter diverseste Anzeigen. Das ist für unser Material. Es gibt Holz, es gibt Metall, es gibt Öl, es gibt Munition und es gibt Kristalle. Holz ist natürlich die billigste Form und auch die schnellste Form, um was zu bekommen. Und ich muss sagen, wir werden unser Anfängerboot mit Holz bauen, denn das verbraucht am wenigsten an Punkten. Können wir schauen, V. Wir haben bereits insgesamt fast 500, also 94 Punkte von den 35.000, allein weil wir eine Grundfläche haben. Beziehungsweise, das müsste eigentlich noch, genau, für ein Schiff üblich, ein kleiner Key noch unten dran sein. Heißt, die 35.000 werden wir relativ schnell erreichen. Das nächste Material, Metall. Das wird natürlich dann für unsere schweren Geschütze sein, beziehungsweise für Sachen, die wir beschützen wollen. Öl, muss ich jetzt sagen, es gibt zwei Arten von Antrieb. Das eine wäre ein Benzinantrieb. Ups, da hat sich gerade die Maus echt verabschiedet. Und das andere wäre ein Elektroantrieb, aber wir brauchen immer Öl. Denn wir haben eine Grundengine, also eine Grundmaschinerie, die immer Öl verlangt. Ein kleiner, weiß nicht mal, was das ist. Das ist ein Spawner. Falls wir uns irgendwie töten sollten, ist das wichtig, weil sonst kommen wir nicht mehr auf die Welt. Dann war es das Finito Ende Nada. Wir können nicht mehr weiterspielen. Zumindest jetzt nicht. Nachher ja. Das nächste Munition ist klar. Waffen brauchen Munition. Die müssen auch beladen werden und die Waffen müssen auch produziert werden. Munition muss produziert werden. Genauso wie das Öl. Kristalle hingegen sind besondere Sachen. Die bekommen wir, wenn wir... Die ganze Schatteneffekte sind genial. Die bekommen wir für zerstörte Schiffe am Anfang. Und später können wir diese auch farmen. Sprich, es gibt eigene Gewächshäuser und dergleichen, wo man die dann züchten kann. Ich denke, das heißt wichtig, die hochrangigen Technologien, wie zum Beispiel eine KI-Implementation, verlangen Kristalle. Die hat man am Anfang in einer Kampagne noch gar nicht. Und selbst dann, in der Schwierigkeitsfaktor, kann es sein, dass man viel oder weniger bekommt, je nachdem, was für Gegnerschiffe einen angreifen, beziehungsweise ob man das Glück hat und die sogar abbauen kann. Da muss ich aber sagen, das weiß ich leider noch nicht. So tief bin ich noch nicht drin. Dann ganz unten rechts weg, sehe ich die drei Anzeigen, Munition, Sprit und Energie. Munition ist klar, wie viel wir noch an Bord haben, Sprit und Energie ist das, was unser Generator noch übrig hat, nachdem er seine Power an die Systeme weitergegeben hat. Das kann auch gut sein, wenn wir zu viel Energie ziehen, dass die Engine, wenn wir nachher ein bisschen sehen können, weil ich erst, wenn wir nachher eigentlich sehen, dass sie ordentlich aufheult, wenn es klein ist und wir verdammt viel draufbauen, denn irgendwann geht der Motor auch zu Neide und fliegt in die Luft. Habt ihr nicht gehört, das Ding kann in die Luft fliegen, genauso wie alles andere hier. Dann haben wir unten links unsere Levelanzeige und unser Inventar, sprich Nummer 1 ist derzeit die Pistole. Und ganz links ist die Waffenauswahl, durch die ich gerade durchscroll, 1 bis 5 und alle. Da können wir dirigieren, welche Waffe wo ist. Und mit dem Klick auf die mittlere Maustaste kann man sie abfeuern. Dazu aber nachher mehr, wenn wir eine Waffe haben. So, jetzt aber von der Grafik zum Text. Mal schauen, Power brauchen wir, Speed brauchen wir nicht. Wie Lebenspunkte ist vielleicht noch gut. Und die Höhe ist vielleicht noch gut. Das brauche ich nicht, das brauche ich auch nicht, okay.
Und jetzt werdet ihr sehen, ha, wir haben rechts Anzeigen. Zumindest das will ich nicht besser. Wie viel wir von insgesamt haben. Die Bikes sind schön und gut, aber ich möchte ein paar Zahlenwerte haben. Okay, so viel zu den Zahlenwerten. Stimmt, ich wollte eigentlich noch meine Partialeffekt ist 1, ich weiß Maus, nein. Maus Speed XY ist auf 1. Ach, das ist schon alles. Okay. Field of View 65. Kann man das auf 90er machen? Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, 90. Back, back, back. Ah. Jetzt muss ich sagen, das ist wesentlich angenehmer für mich. Denn ich bin einer, ich habe eh eine etwas weitere Sicht. Ich müsste wahrscheinlich sogar zu 95 rüber wachsen. Aber damit gebe ich mich jetzt mal zufrieden. Altitude von 1, minus 1. Und hier unten seht ihr, dort ist der Boden. Heißt, wir haben so viel Platz für U-Boote. Könnte vielleicht ein bisschen mehr sein. Was wir jetzt noch machen werden, wir gehen mal in den Weltraum hoch. Denn wie gesprochen, es gibt wirklich einen Weltraum. Bin ich nur am Fragen, kommen wir hier in der Demo-Version hoch? Kommen nirgends mehr Atmosphäre. Es geht immer weiter, Wolkendecke. Ist die Frage, ob sie verschwinden wird oder etwa nicht. Oh ja. Es wird Tag. Oh, schön, wunderschön. Und Stratosphäre, hier hinten sehen wir Insellandschaften, auf die wir eventuell auch bald können. Wir kommen in die obere Atmosphäre. Oh, herrlich. Weltraum, ich komme. Komm mal. Ach, es geht sogar noch schneller, okay. Halteschiff gedrückt und man kommt nach oben. Und irgendwann jetzt sollten wir eigentlich im Weltraum schon sein. Es gibt nämlich auch eine Anziehungskraft, die uns nach unten drücken kann, aber nicht unendlich. Also ich sage jetzt einfach mal, wir sind im Weltraum oben. Stell dich vor, da unten sind die Schiffe und hier oben ist einfach ein kleiner Satellit, der von oben runterschießt. Wie geil muss das denn sein? So. Wir zurück nach unten. Ja, was wir machen wollen, wir wollen ja ein kleines Schiffchen hier bauen. Heißt, wir drücken B für den Baumodus. Was wir noch machen ist, wir wollen ja ein symmetrisches Schiff am besten bauen, denn ein etwas unsymmetrisches Schiff, ich würde mal sagen, das neigt dazu zu kentern. Deswegen drücken wir jetzt, muss ich mal kurz schauen, die N-Taste. Und wie ihr sehen könnt, hat sich ein kleiner weißer Nebel gelichtet. Der sagt mir jetzt an, dass das Ganze symmetrisch verläuft. So, wir fangen mit Holz an. Was können wir noch alles machen? Wir können mit, was mit Q? Ne, mit E können wir ins Inventar gehen. Und uiuiui. Es sieht jetzt nicht nach viel aus, aber ihr werdet erschlagen werden. Denn eins gibt es zu sagen. Hier gibt es lauter einzelne Blocks, die jetzt abzuklappern und zu zeigen, muss ich sagen, kommt jeweils in den jeweiligen Folgen dann dran, was ich gerade brauche. Das Wichtigste ist nur zu wissen, es gibt zwei Farbfixierungen. Die hier, die blauen bedeuten, es sind fixe. Sprich, es gibt keine Alternative, aber hier gibt es Alternativen und zwar BÄM! Willkommen zur Holzalternative. Jede Menge, was man alles brauchen könnte. Ecken, Abrundungen, Kanter, Beams, alles drum und dran. Und dazu sei noch gesagt, die Unterplattform ist jetzt gerade aus einzelnen Blöcken gemacht. Ist natürlich in dem Sinne etwas stabiler, aber natürlich nicht hardwarefreundlich. Deswegen benutzen wir jetzt einen Wooden Beam. Und damit zack. Bisschen nach vorne bauen. Zack. Um etwas Performance einzusparen. Und wir rattern hier aber ganz schön nach unten. Weiter gibt's zu sagen, es gibt zwei Baumodus. Einmal eine freie Kamerasicht und einmal diese hier Sicht. Und ich weiß nicht, wie man es umstellt. Holz Shift Space. Aber ich möchte einfach Block. Kann ich dann den jetzt nehmen? Nee, ich habe es jetzt damit weggetan. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich weniger haben. Moment. Wasser. Bootpropeller, Bootrotor. Ja, dann Vehikel. Paddle Huge. Oh Gott, oh Gott. Lead Block. Ist das ein Kiel? Irgendwie bist du kein Kiel. Ah, jetzt da. Einmal komplett durchziehen. Hier haben wir unseren Kiel. Der ja hoffentlich auch gut genug ist. Zack, Dankeschön. Oh, jetzt haben wir es wieder weggelöscht. Shift to Placehold und ab nach O. Oh. Kann es sein, dass wir gerade nach unten sinken? Das kann sogar richtig gut sein. Okay, Moment. Ich glaube, ich habe da irgendwas falsch gemacht, oder? Ich wollte eigentlich kein U-Boot. Nicht so wirklich zumindest.
ja, ein bisschen Caps Lock zu Freeze. Unfreeze? Nein, Freeze, Freeze, wir wollen nach oben, wir wollen nach oben. Wie gesagt, ich muss die Steuerung auch noch lernen. P, um sie zu schränken. A, auf Minimal, damit man durchschauen kann, okay. Zum Move. R. Ach, R muss ich drücken, um den Block zu bekommen. Nice, okay, das gefällt mir. Das gefällt mir doch. Und wir sind wieder nach oben. Gleich haben wir es, gleich haben wir es. Wir sind oben. Über Wasser sogar. Nice. Und schweben in der Luft rum. Okay. Habe ich jetzt nichts dagegen? Akzeptiere ich es einfach mal. Warum auch nicht? R. Heißt, wir bauen jetzt mal hier ein kleines Schiff hinaus. Nach hinten. Ich würde mal sagen, wir bauen es noch ein bisschen weiter nach vorne. Und bauen hier einfach zu. Okay, Moment. Haben wir gleich, haben wir gleich. Falls ihr euch gerade fragt, wie ich mich rumbewege. WASD, Alt und Space, so wie es rechts dran steht. Ich habe, nein, R muss ich drücken, dankeschön. Bisschen nach oben. Nach unten nochmal. Alt. Ich sag, da muss man sich dran gewöhnen. So, einmal so, einmal so. Einmal so und einmal so. Bingo. Damit haben wir schon mal ein gutes Schiffruder gemacht. Kann ich denn eventuell einmal den Key jetzt super. Dankeschön. Und mit F eventuell auffüllen. Das ist eine Funktion, die so natürlich noch nicht funktioniert. Da das Ganze auch noch nicht zu ist. Jetzt ist es aber zu. Heißt, man braucht einen. Na, kommst du, lass mich mal sehen. Hier. Einen abgetrennten Bereich, drückt F und das Spiel macht automatisch alles zu. Sprich, ihr könnt einen groben Rahmen setzen und seid damit schon sicher. Jetzt machen wir nur eins. Wir holen uns noch ein bisschen was vom Key dazu. Ich bin mir sicher, den Key können wir gut gebrauchen. Ich hoffe, ich mache das auch richtig. Ich habe... Oh. Ich merke gerade. Da war ein Loch unten drin. Das wollen wir natürlich nicht machen. So. Das sieht doch schön aus. Jetzt end. Das ist noch nicht ganz, noch nicht ganz. Okay. Hol es nochmal hoch. Hol es mir nochmal hoch. Dankeschön. Das heißt, wir sind noch ein bisschen zu schwer. Oder eventuell noch nicht schwer. Hotschiff brauchen wir nicht. Ich hätte es eigentlich gedacht, das wäre schon so in Ordnung. Außer. So. Müssten wir eventuell noch so das hinbauen. Also ich bin nicht gerade ein Experte im Schiffbau. Das möge man mir verzeihen. Ich sag hier hin und hier hin. Sind wir denn schon fast nach vorne gekommen? Perfekt, einmal so rüber. Einmal hier komplett durchziehen. Ist die Frage. Es müsste doch eigentlich ausreichen. Hier unten ist ein Kiel hinbauen. Eve Inventar. Light Alloy Blocks. Alloy Blocks. Nein, das brauchen wir jetzt noch nicht. Können wir nochmal zurückgehen. Dankeschön. Stein. Nein. Ein Lead Block. Perfect to Kiel Encounter Balance. So. Es ist ein kleines Schiff, sprich wir machen nicht ganz den Kiel. Sondern eher eventuell so. Reicht das? Die Frage, bleibt das Schiff oben? Ja, es ist noch ein bisschen hinterlassiger, aber es funktioniert, es funktioniert. Das ist doch eine feine Sache. So. Dann gehen wir hier nochmal eins nach unten. Ja, eventuell. Halt, dankeschön. Remove das Ganze. Dankeschön. Habe ich denn jetzt... Oh, habe ich jetzt alles ersetzt durch Stein oder was? Nein. Die Steuerung ist noch ein bisschen hakelig für mich. Zack. Und da unten, damit kein Wasser reinkommt, gibt es nämlich noch etwas. Und zwar Wasser haben wir. Luftpumpen. Also, Spice Pumping out the water must be exposed to water in any direction. Okay, weather vane. Points to it. The Wind, brauchen wir nicht. Hydrofoil, Paddle. Ein Paddle sogar.
Cool. Okay, brauchen nur Luftpumpen und zwar bauen wir. Das war ich jetzt eigentlich nicht. Eine hier hin. Eine Hupala. Na. Eine hier hin. Und ich glaube, das war's. Also es kann immer noch sein, dass etwas Wasser reinkommt, aber hier brauchen wir noch mal einen hin. Wo stehen wir gerade? 3000, fast 4000. Wir haben erst den Rumpf unseres Bootes gebaut. Da seht ihr, da ist noch einiges zu machen. Das heißt, Blöcke, Wood und Beam. Kann ich denn den hier nach unten legen? Dankeschön. Und eventuell den so rüber. Perfekt. Sind wir denn hier fast komplett durchgezogen? Okay. Noch einen nach unten. Wir schnappen uns den hier und bauen das Ganze hier wunderschön zu. Die Pumpen funktionieren. Also heißt unser nächster Auftrag, wir brauchen einen Motor. So.